Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder reinschaltet am dritten Advent. Wir dürfen heute die dritte Kerze anmachen und natürlich spielen wir auch heute wieder ein Spiel. Snow. Wir spielen heute Snow. Und zwar, ja, wir sind im Schnee unterwegs, kann man ganz einfach mal so sagen. Und zwar, ja, wir können Ski fahren, wir können Snowboard fahren. Ist natürlich passend zum bisschen zum winterlichen Wetter, was es ja teilweise in Deutschland schon gibt. Nicht überall ist der Winter angekommen, aber in einer Region auf jeden Fall mittlerweile angekommen. Und natürlich, Wahnsinn, heute schon das 17. Spiel hier in der Adventskalender-Serie. 16 haben wir schon gesehen. Mit dem heutigen gibt es eben noch, ja, 8 verschiedene nach, danach noch 7. Und dann ist auch schon Weihnachten. Eine Woche noch. Und dann kann die Abstimmung beginnen. So, wir sind hier, also viele Optionen hatte ich nicht, wie ihr gesehen habt. Ich bin jetzt Snowboarder. Ich kann hier jetzt ein bisschen mit A und D links, rechts machen. Ich weiß gar nicht, was ich soll. So viel mal ab, fahre ich hier einfach mal durch, oder? Kriege ich keine Punkte irgendwie? Nö. So, was hier? Kann ich hier durchfahren? Press S to slow down. So, dann kann man ein bisschen langsamer werden. Kriegen wir hin. Das ist ein Tutorial erstmal, um überhaupt erstmal mit der Lenkung klar zu kommen, glaube ich. So, dann nehme ich wieder Fahrt auf. Oder? Und dann fahre ich hier einfach erstmal so ganz entspannt zwischen den Fähnchen nach unten. Close Call. Was? To W, to gain speed, was? Oh nein. Egal. W. Achso, da kriegen wir noch ein bisschen mehr Speed drauf, wenn wir denn gerne wollen. Ups. So, jetzt. Lesson complete. Enter, continue. Oh, das war schon mal einfach. So, das war's mit dem Spiel. Nein. To jump, hold and release space. Erstmal ein bisschen mehr Gas gegeben, ne? Ha. War das gut? Ich weiß es nicht. Ja, hold space longer to jump higher. Oh, das war nicht ganz gut. Achtung. Oh, aber gut. Auf den Beinen hängen gelandet, ohne uns was zu brechen. Lesson complete. Guck mal, wir sind richtig gut. Wir haben schon einiges an Lessons completed. Oh, was? To perform a grab, hold any one of the key left. Oh nein, jetzt muss ich auch noch. Hä? Was soll ich das denn machen? Erstmal wollen wir hier jumpen, oder? Yay, Backflip. Ha. Das nicht krass war. Aber es gibt auf jeden Fall Tricks. Haben wir schon mal gesehen. Lesson complete. If you want to test different grab combination. Also hier, ich hätte. Ach, wahrscheinlich beim Sprung irgendwie. Warte mal. While in the air, A, D to spin and W to flip. Ja, das haben wir gerade eben eigentlich schon getestet. Jetzt wollen wir mal eher das Grappen testen. Aha. Das war knapp. Tail Grab. Da haben wir schon richtige Erfahrungspunkte gesammelt hier. Wir sind echt schon der Meister aller Klassen. So, möglichst lange. Oh, oh. You've crashed. If you crashed in snow, you can simply rewind and continue riding from an earlier point. Gut. Oh, da haben wir ja sogar noch Zeitlupe hier. Können wir noch sehen, wie wir fliegen oder was? Oder auch hinknallen, ich weiß nicht. Escape. Oh. Replay Tutorial. Replay Tutorial. Fangen wir nicht von vorne wieder an, oder? Oh doch, wir fangen tatsächlich komplett von vorne wieder an. Oh nö. Also wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Ups. Ups. Oh nein. Okay, hat funktioniert. Gut, und durch hier. Das kriegen wir schon mal hin. Enter, continue. Weiter geht's. Gas geben, Junge. Möglichst weit springen. Gibt aber keine Punkte, ne? Da müssen wir mal ein bisschen noch an hier. Ah ne, das war sowieso schlecht gesprungen. Hotz. Ein Nose Grab hat nur 8 Punkte gebracht. Guck mal, bis dahin sind wir schon mal recht stolz, ne? So. Was macht er denn da? Dancing. So, einmal Gas geben, noch ein bisschen schneller. So, hier machen wir mal einen Frontflip. Yay. Hätten wir noch ein bisschen grappen können, oder? Weiß nicht genau, aber passt schon. So, haben wir auch wieder geschafft. Enter. Weiter geht's. Restart Penalty, was? Wieso Restart Penalty?
Ups, das war knapp. Ah, hier. Perfect Landing. Hotz. Oh, oh, lieber nichts machen. Enter Continue. Restart Penalty. Wieso kriegen wir hier ständig... Spin faster by instantly spin with A and D before landing and go to space to jump. Was? Das war knapp. Mega Punkte. Da machen wir noch einen Backflip. Da können wir ja nichts. Wenn wir nicht Profi sind, dann weiß ich auch nicht. So. Lesson complete. Enter. Continue. So. Wir kriegen immer Restart Penalty. Was soll denn das? Jump and land on a rail to grind on it. Okay. Oh, da haben wir Glück gehabt, dass ich da nicht hingefallen bin. Okay, da haben wir jetzt nichts mitgekriegt. Perform a rail trick by holding left, oben, unten, links, rechts, die Cursor-Tasten. War nicht so schlecht, oder? Lesson complete. Was jetzt? Was dürfen wir jetzt machen? Close call. Oh. Ups. Das war knapp. Oh, das war auch knapp. Tiefer Schnee. Ist das jetzt schon hier offen? Hier, guck mal, hier ist eine Halfpipe, oder? Können wir hier nicht mal... Quick Select. Press 1 to change Sport and Access Tools. Press 2 to change the time of day. Press 3 to place Session Marker. Press 4 to change Camera Music. Enter. Music brauchen wir eh nicht. Habe ich komplett aus, logischerweise. So, was machen wir hier denn? Nix. Das war ja schon mal ein bisschen slow. Aber wir haben wieder Perfect Landing gemacht. Ich komme hier gar nicht hoch in der Halfpipe. Okay, wird nix. Gib mal Gas, Junge. Muss mal ein bisschen schneller fahren. Ich weiß aber nicht, was für ein Sprung kommt. Glück gehabt. So, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Dann werden wir vielleicht auch ein bisschen schneller. Ups. Events. Welcome to your first time trial event. Events are a great way to prove yourself against the world and win exclusive rewards. Earn a gold medal to unlock the rest of Trio Valley. Ja klar, gewinnen wir Gold. Was denkst du denn? Was ist jetzt? Mal sagen. Hier muss man ein bisschen Gas geben, Kollege. Wir wollen schneller. Schneller. Holt alles aus hier raus. So. Hätte ich den Punkt vielleicht mitnehmen sollen? Oder? Ich glaube nicht, ne? Ist egal. Ich muss einfach nur durch, ne? Es ging, glaube ich, um Schnelligkeit, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe. Event finished. Und wie schnell waren wir jetzt? Time. Hä? Goldmittel? War ja easy. Hätten wir das in 2 Minuten machen sollen? Unknown. Alles unknown. Level 0. Event completed. Goldmittel. 200 von 1000. Das ist nicht unbedingt die Welt, ne? Aber immerhin. So. Flip and Spins, Jumping, Kids Slope, haben wir jetzt hier unterschiedliche Rewards unlocked. Also das Spiel muss man halt so ein bisschen frei spielen. Grabs, Loading Up, Grinding, ich will ein bisschen jumpen, oder? Ski Lift, Drop Point. Enter, Continue. Continue Riding. Was? Ich hab da noch gar nichts gemacht. Aufstehen. Rewind. Closed due reasons, what? Out of bounds. End session. In free room, you can turn your score into XP in order to level up. Right the cabin. Enter. Fahr doch einfach mal. So. Right the cabin, was? Können wir hier hin? Tutorial completed. Plus 500 Punkte. Use end your session. Session finished. Und du? Enter. Kann ich... Achso. Das verstehe ich noch nicht so ganz, das Menü. Bonus 500. Distance traveled. Fast nix. 7 Meter, oder?
Okay. Ich will jetzt ja nicht komplett von vorne an. Continue riding. Quick restart. Select drop point. Browse event. Time trial. Sagen wir nochmal. Also ist der gleiche, ne? Ja, ist ja der gleiche. Der macht ja keinen Sinn, nochmal zu fahren. Nee, nee, den fahren wir auch nicht nochmal. Ich gehe mal wieder weiter zurück. Noch einmal weiter zurück. Select drop point. Flips and spins. Jumping. So. Also. Ist das meine Spur von eben? Nee, ne? Ah, das war knapp. Ah, das war nicht gut gesprungen. Das war Glück. Bad Landing. Hat ein bisschen weh getan. Das war schon, oder? Och, hier geht's weiter. Und jetzt? Was mache ich jetzt hier? Einfach nur durchfahren, oder was? Kann ich auch ins Zelt? Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier einfach wieder hochfahren? Das war jetzt ja auch nicht so groß, ne? Was ist hier so los? Komm, ich da tatsächlich auch rein? Oh, da kann ich auch überall durchfahren hier. Close Call. Was? Kann ich immer die ganze Zeit so Punkte machen? So, Use Ski Lift. Use. Use? Geht nicht. Also sehen wir schon, die Strecke ist relativ groß. Leider ist natürlich so ein bisschen, wir sind ein bisschen alleine unterwegs hier, ne? Aber schöne Winter Wonderland. Andere Optik. Ski, Snowboard. Snow, was? Warte mal. Snowmobile. Was macht er denn jetzt? Start Session Marker. Oh, jetzt haben wir. Achso, hier kann man die Punkte machen. Time Format, Midnight. So, jetzt sind wir auf einmal im Dunkeln unterwegs, dann seht ihr wahrscheinlich nichts. Time Backboards. Nun. Wo kommen wir denn das jetzt? Wie hatte ich das gerade eben hingekriegt? Select Sport. 3. Snowball. Macht er nicht. Warte mal. Ach, Ski macht er. Das andere scheint nicht freigeschaltet zu sein. So, und jetzt? Machen wir ein bisschen Skilanglauf. Das sind unsere Fahnen, die wir jetzt selber gesteckt haben, oder? Warte mal. Ach so, ich muss länger gedrückt halten. Dann usen wir auch den Skilift. Und jetzt sind wir oben. Mit unseren Skien. Mit Skiern. So. Ja, läuft bei uns. Und zack. Und. Oh. Ah, das sah aber auch ein bisschen gekonnt aus, oder? Ansonsten, also so hundertprozentig das Spielprinzip habe ich noch nicht verstanden, wie wir hier Sachen frei spielen können oder so. Keine Ahnung. Und weitere Punkte machen können. Hier ist auch unser Schneemobil, oder? Müssen wir das einfach vielleicht gerade eben gedrückt halten? Snowmobil? Hier ist das Snowmobil. Restart Penalty. Jetzt haben wir schon wieder 7 Punkte abgezogen bekommen. Das ist auch frech. Oh, jetzt habe ich wieder so eine Fahne gesetzt. Drohne. Na, Drohne können wir. Cool. Und was macht er? Also macht er jetzt nichts? Ich würde gerne ein bisschen Snowmobil fahren. Play Session Marker. Play Session Marker. Restart at Session Marker. Play Session Marker. Circle Kamera Next Track. So, warte, was war da noch? Celebration. Was ist denn Celebration? Yay, das ist eine Celebration. Mal ranzoomen können wir hier noch. Was macht da noch so Schönes? Rewind. So, aha. Da kommen wir ins Rewind-Menü. Events. Challenges. Grind any future of the set. Was? Enter. Performance 1260 White Bow a Row Grab on the Snow. What? Grind any future on the stair set and the end of the tutorial course. Haben wir erledigt. Perform a triple flip on the big air jump at the end of the tutorial course. Haben wir nicht geschafft. Grind
the stair set by the snowman at the bottom of Schwein Valley. Oh, das ist ja alles hochkompliziert. Für mich zumindest. Events. Store. Ach, hier müssen wir noch shoppen gehen, oder was? Wir können uns neue Klamotten kaufen. Und wir können uns auch Schnurr wieder kaufen. Das kostet aber 499. Pure Chase können wir nicht, ne? Pure Chase Kredit, ja. Das soll man sich wieder kaufen. Nee, nee, Leute. Nicht mit mir. Ich kaufe keins. Quick Restart, Select Drop Point. Default Session Markers. Achso, da können wir unsere Sessions schon, da können wir wieder droppen. Macht ja auch wenig Sinn aktuell. Und mehr Events haben wir nicht. Wir haben nur das Time Trial, was wir hier spielen können. Was mit New Mountains? Das kostet auch alles hier Credit Points. Und ich werde mir natürlich keine Credit Points kaufen. Das ist auch wieder so ein Spiel, was man, glaube ich, nur richtig, ja, die Tiefe erleben kann, wenn man irgendwo irgendwas kauft. Und da bin ich einmal kein Freund von. Gut, dafür kostet das Spiel auch nichts. Jeder kann, meine ich nämlich, jeder kann, wenn er Bock hat, so ein bisschen Skifahren. Ich will aber wieder umswitchen, weil er auf dieses... Achso. Oh, das ist meine Innensicht, also meine Ansichtskamera. Aber ich will Snowboard fahren. Und dann geht's schon wieder runter. Und... Warte. Nee. Nun? Nein. Nun? Nun, nun. Und dann wollten wir... Was war das jetzt? Cyclekamera. Nein. Das ist ja auch kompliziert hier mit diesen Tasten. Das hätten sie ein bisschen besser lösen können. Wie? Challenges. Da haben wir noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich müssen wir erst alles freischalten, bevor wir überhaupt erst irgendwo hinkommen, oder? Hier können wir uns noch tolle Sachen kaufen, eine schöne Brille. Auch das würde alles irgendwie Erfahrung bzw. Geldpunkte kosten. Man kriegt die auch hier. Ne? Wir sehen, wir haben 889 aktuell irgendwie gekriegt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht wie. Das ist nicht. Nein. Wie ist denn noch die Kamera an sich zu ändern? So. Danke. Also, auf geht's. Ich glaube, wir müssen mal wieder hochfahren, oder? Damit wir wieder jumpen können. Dann müssen wir hier vorne wieder hin. Kleinen Jump machen wir noch. Das ist ein komischer Snowdome da. So, use Skilift. Einmal oben ein bisschen gedrückt halten. Und schon sind wir wieder oben. So, genau. Machen wir ein bisschen Gas, Kollege. Und dann heißt es Sprung. Ja. Boah, das war krass, oder? Oh, der war schlecht. Das hat wehgetan. Crashed. Da liegt er jetzt. Schade. Rewind, Pause-Menü, Quick Restart. Machen wir einen Quick Restart. Kostet 11 Punkte, aber so können wir irgendwie Punkte hier kriegen, ne? So, nochmal. Das können wir dann noch ein bisschen verbessern, das Ganze hier. Ja. Was macht er denn jetzt? Ups. Ein bisschen früher loslassen können, ne? Hier unser Markerpunkt. Da muss man ein bisschen aufpassen hier am Zaun. Die Schneekanone hier. Wo können wir denn noch hin hier? Können wir ein bisschen durch die Gegend fahren. Können wir noch irgendwo ein bisschen grinden. Irgendwann stand er mit Grinden am Bottom, ne? Am Boden. Irgendwo können wir grinden. Lass uns mal das Areal hier noch ein bisschen erkunden. Nämlich ganz schick eigentlich. Nur schade, dass hier kein Mensch ist, ne? Das finde ich schon schade. Es wäre schöner, wenn hier ein paar Leute rumlaufen würden. Wie, ich sag mal, letztes Wochenende am 2. Advent. Da haben wir diesen Skiregion-Simulator. Und selbst wenn die Leute da nicht so perfekt animiert waren, war da zumindest mehr los als hier, ne? Hier sind wir komplett alleine. Im ganzen Gelände. Das finde ich ein bisschen blöd. Snow. Oh, können wir da ein bisschen grinden hier irgendwo? Können wir hier zum Beispiel grinden? Ja. Mensch, guck mal, haben wir einfach mal ein bisschen gegrindet. Oh, was ist das denn?
toll. Kommen wir aber so gar nicht so. Kommen wir so gar nicht so hoch. Scheinbar. So, immer wieder ein bisschen Gas. Weiß nicht genau, ob hier noch irgendwo was kommt. Wie groß dieses Gebiet überhaupt ist. Ob wir hier einfach ins Nirgendwo fahren können. Na, hier komme ich nicht hoch. Was macht da jetzt schon wieder Komisches? Wahrscheinlich können wir hier auch grinden, oder? Wahrscheinlich nicht. Rewind. Oh ne, Rewind ist wieder dieses hier Zeitblumenmäßig. Das interessiert eigentlich keinen, wie wir da gecrashed sind. Quick Restart. Das kostet natürlich wieder fies Punkte. Aber wir starten wieder oben und können wieder nochmal ordentlich springen hier. Ah. Das ist knapp. So. Das gab nochmal Punkte. Ich weiß aber nicht genau, unten ist irgendwie so eine Anzeige, wenn wir die voll haben. Was heißt das? Sind wir denn im Bonus, sind wir ein Level weiter? Das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Werde ich wahrscheinlich auf die Schnelle auch nicht rausfinden können. Was ist denn hier vorne jetzt eigentlich los? Was ist hier überhaupt? Da ist doch ein Snowman. Da, irgendwas haben wir doch gelesen vom Snowman. Können wir grinden auf dem Snowman? Dahinter können wir grinden, auf der Treppe. Achtung. Action. Ah, Challenge complete. Da haben wir nämlich die Snowman Challenge hier. Ah. Auch wenn wir nicht toll grinden. Winter Breeze Adriel Boot. Was? Wir haben irgendwas freigeschaltet. Würde ich so verstehen. Hier ist End Session. Aber so richtig trickreich sind wir nicht, ne? Sind nicht so die Highlight Border hier. So, dann lass uns doch da hinten nochmal hoch. Oder ist das der gleiche eigentlich? Ist ein anderer, ne? Lass uns hier mal mitfahren. Wo kommen wir denn hier hin? So, mal. Ah, nee, das ist die Piste zum hier, zum Speeden. Oh, das hat wehgetan. Toll. Da sind wir fast alle Punkte. Oh ne, jetzt starten wir hier wieder. Ich will doch nicht immer springen. Ist ja schön, dass wir das können, ne? Aber. Ja, das war ein Doppelter. Das müsste doch mal Punkte geben hier. Oh nein, das hat wehgetan. Komm, einer geht noch. Restart Penalty. 34 schon wieder, das wird mal mehr, oder was? Kleiner Backflip. Aber so eine schöne Drehung hier. Und einen ordentlichen Frontflip. Ups. So, abbremsen mal ein bisschen. Use Skilift. Dann sind wir ja wieder da oben. Was war denn das noch für eine Challenge? Change Mountain. Yes. Joins Officer Snow Discard Channel. Bundles. Loading Suzuki Nine Nights. Also wir können tatsächlich schon auch scheinbar auf einen anderen Berg. Hotz. Drop Points. Passt schon. Warte, da ist ja alles dunkel hier. Warte, ich mache erstmal Tag, oder? Oder nee. Oder doch. Warte. Nein. Geht nicht. Sorry, ich muss erstmal so springen. Was ist denn das? Das ist immer eine andere Nummer hier. Das ist. Tut auch weh. Nee, jetzt gucke ich mir nicht nochmal an. Sorry. Tab war das doch, ne? Für einen neuen Start. Tagsüber. So, auf einmal wird es mega hell. Das sind ja nur Mega-Jumps hier scheinbar. Und da muss man, glaube ich, den richtigen Punkt finden. Oh nee, kann man so gar nicht, ne? Was ist denn das? Crashed. Tab. Wir haben auch gar keine Punkte hier.
Dann können wir hier nur so einen kleinen... Ist das hier jetzt machbar? Oh Gott. hier ist auch einfach nichts, oder wie? Ist ja auch ein Riesengelände. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was wir hier machen können. Was ist das? Geht es hier jetzt weiter? Können wir hier einfach nur schnell runterheizen? Was ist denn das für ein riesengroßes Skigebiet? So können wir Minipunkte sammeln. Das ist aber jetzt irgendwie nicht mein Ziel eigentlich gewesen. Mal hochspringen, kleiner an, einmal anfassen und wieder weg. Kommt hier noch irgendwas? Wir sind irgendwie gleich am Ende. Also hier kann man scheinbar einfach nur runterfahren. Was ist das? Ups. Ah, easy. Das haben wir cool gemacht. So, liebe Leute. Was ist hier los? Eine Telefonzelle. End Session. Und hier können wir wieder hochfahren, ne? Fahren wir nochmal hoch. New Ski Lift. So, haben wir benutzt. Dann sind wir hier ein wieder weiter oben. Ein Skilift mehr, dass wir noch mal nach oben kommen. Da wollen wir schon mal schauen. Oh, das war eine präparierte Kiste. Piste. Oh, hier sind ja sogar komische Leute. Aber hier komme ich nicht wieder hoch, ne? Also ich das muss tatsächlich, glaube ich, diesen Weg hier hochfahren oder so, um das Ganze noch mal benutzen zu können. Und so profimäßig bin ich dann hier auch nicht. Grindstangen, hier kann man scheinbar richtige Kombinationen machen. Aber ich habe natürlich leichte Probleme und komme mit ihm wieder hoch. Schwung, Schwung. Kann ich aber sein Brett nehmen und hochlaufen? Ja, so ist natürlich echt blöd. Ich meine, wir haben den Marker oben, ne? Hätte vielleicht auch irgendwie wieder hinkommen können, keine Ahnung. An sich grafiktechnisch. Spiel schon gelungen, ne? Und das muss man sagen, finde ich. Snowboarder hier, der sieht ganz gut aus. Natürlich ist das ein bisschen arm, was wir hier machen. Oh. Ja, warum nicht gleich so? Sag mal. So, was ist denn hier jetzt los eigentlich? Sollen wir denn auf diese kleine Bahn hier kommen? Boah, das war knapp. Unser Ziel hier, keine Ahnung, das werde ich eh nicht erreichen. Ich glaube, hier kann man auch irgendwelche tollen Tricks machen, wenn man es denn kann. Da nicht. Das war jetzt kein so cooler Trick. Da liegen wir wieder. Ist auch eben so eine Standardbeschäftigung. Wir liegen hier in komischer Stellung. Können wir denn da irgendwie rüberspringen eigentlich und dann da drüben grinden oder wie soll hier der Plan sein? Ich habe ja keine Ahnung. Oh, Leute, Leute, Leute. Restart Penalty, wieder minus 6. Aber so kriegen wir es hin, ne? Haben wir jetzt gerade gesehen. Das war knapp. Aber hier können wir auch höchstens durchfahren, oder was ist passiert hier? Ne, hier kann man doch auch springen, ne? Man sieht das doch immer gar nicht.
Ah, hier. Grind Distance. Läuft bei uns. Überhaupt gar nicht, muss man sagen. Aber auch keine Ahnung, was jetzt hier das Ziel ist. End Session. End Session. Ups. Gehen wir mal ins Pause-Menü. Hier muss mal Events. Gibt es hier Events? Select Event Type. Ja, gibt es überhaupt kein Event hier. Gibt es eine Challenge hier? Das Performance 1260 Right Bow Arrow Grab over the Sword. Performance 90 und 630 Right Left Safety of the Cannon Rail. Performance 200, ja, also ich performe das alles nicht. Keine Ahnung, was ich hier performen soll. Change Mountain. Lass uns nochmal gucken. Wir gehen hier nochmal hin. Yes. Visit the Mountain. Wir wollen ja nochmal uns nochmal einen anderen Mountain angucken hier. Quick Select, use Quick Selector, quickly change spot and place the session markers, bla bla bla. Ja, die Drohne, use die Drohne. Halfpipe, ah, hier haben wir richtig Halfpipe. Big Air, wir machen mal Big Air logischerweise, oder? Och, sind wir ganz hier oben, das kann ja auch irgendwie nur schief gehen, oder? Ein bisschen Licht, was sagt ihr? Nun, ja, tagsüber. Oh, oh, er rutscht. So, Kollege, los. Machen wir mal Big Air hier. Gucken, ob wir hinkriegen, Big Air. Machen wir schneller werden. Was können wir denn hier machen? Wie viel Big Air? Ah, einen doppelten. Das war schon, ne? Okay. So kommen wir nicht wieder hoch. Hier kommen wir aber wieder hoch, oder? Oder wir gehen einfach wieder nach oben. Geht nicht mit Tab. Geht nur, wenn wir hingefallen sind, oder wie? Das ist ja auch toll. Was haben wir denn sonst noch für Stationen hier? Also jeder Berg hat so ein paar unterschiedliche Stationen. Das finde ich ja ganz cool. So gibt es da doch noch eine ganze Menge unterschiedlichen Kram. Wir können auch gerne mal versuchen in der Halfpipe unser Glück. Ich glaube aber nicht, dass das mehr bringt. Jetzt kämpfe ich mich hier irgendwie wieder hoch. Wie kommen wir denn da wieder nach oben? Eigentlich mit Tab-Taste, aber irgendwie geht Tab-Taste nicht. Muss ich erst hinfallen? Krieg ich hin. Oder auch nicht. Krieg ich hinfallen nicht hin, ist ja auch geil, oder? Will man einmal hinfallen? Okay, danke. So. Dann starten wir nochmal hier oben. Bio 720 Melon Grab. Close Call. Das eigentlich für eine Box. Na toll. Sind wir ein bisschen unglücklich so. Ist vor allen Dingen unglücklich, wenn man die ganzen Tricks nicht kennt. Also die Bezeichnung. Klar, Snowball-Profis unter euch, gibt's welche? Oder Skiprofis unter euch, gibt es welche? Ich muss ja zu meiner vielleicht Schande gestehen, ich bin weder das eine noch das andere Mal gefahren. Ich kann Schlitten fahren. Ein Deich runter so ungefähr, das war es aber auch. Ich meine, klar, in Norddeutschland haben wir ja keine Berge, wo man groß Ski fahren kann. Von daher vielleicht auch gar nicht ungewöhnlich. Wie sieht es bei euch aus? Ja, stopp. Würde mich mal interessieren. Stopp. Finish Session. Enter. Continue. Level 0. Keine Ahnung. Enter. Continue. Spins und Flips, bla, Penalties, Minus, total 300. Level up. Ah, dann haben wir tatsächlich schon ein besseres Level, was auch immer. 100 Credits Reward, Rewards unlocked. Wir haben 100 Credits gekriegt. Snowboard, also wir sehen hier, wir sind noch Minimum, also wir sind tatsächlich nicht wirklich erfahren. Und ja, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe trotzdem, Snow hat euch ein bisschen gefallen. Geht natürlich auch in die Abstimmung hinein. Ich denke aber, wird wahrscheinlich nicht das sehen, was wir wiedersehen. Aber man weiß es ja nie so genau. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like hinterlässt. Und wenn ihr dann morgen wieder reinschaltet. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.